Hey Leute, es ist mal wieder Zeit für die Community Time, denn es ist Freitag und es geht um richtig viel. Es geht um 1 Million Euro. Ich hatte euch auf meinem Facebook-Profil gefragt und es ist sehr, sehr lustig, was dabei herausgekommen ist. Ich hatte gefragt, was würdet ihr machen mit 1 Million Euro? Und bei manchen von euch hat Facebook, so schlau wie es ist, diesen Post direkt neben einen anderen gesetzt. Allein das finde ich lustig, das möchte ich euch mal am Anfang zeigen. Schaut mal hier. Hier unten ist es mein Post, ne? Hier, 1 Million Euro, was würdest du damit tun? Und das hier oben ist so random von Facebook daneben gesetzt. Ich kann mir meine Frau gar nicht leisten. Finde ich schon mal witzig. Aber nun, wir fangen mal an mit Lena. Lena schreibt, ich glaube, wenn man das Geld hat, dann reagiert man ganz anders, als man es sich wahrscheinlich vorgenommen hat. Aber ich glaube, ich würde sehr viel anlegen, einfach um eine Sorge weniger zu haben. Meiner Familie würde ich wahrscheinlich auch was geben, aber vielleicht nicht das Geld, sondern ihr ein Haus abbezahlen oder so. Spenden dann natürlich auch, aber ich bin mir da immer so unsicher, ob das auch ankommt, wo man es am Ende haben will. Das finde ich ist eine sehr, sehr schlaue Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ich glaube auch, dass man irgendwie gar nicht genau jetzt, in dem Moment, wenn man 1 Million Euro gar nicht hat, einschätzen kann, was man damit machen wollen würde. Da hast du recht, Lena. Sehe ich genauso. Aber lasst uns einfach mal fiktiv darüber nachdenken, was würdet ihr tun mit 1 Million? Und ich bin echt überrascht, wie wohltätig ihr damit umgeht. Marcel, der würde 1 Million Menschen 1 Euro schenken. Kann man natürlich jetzt nicht so viel mitmachen, aber die Tat finde ich erstmal ganz nice. Marvin, 1 Million Hamburger bei McDonald's kaufen. Ich weiß nicht, wer soll die essen. Aber Celine schreibt auch, Kamera-Equipment kaufen. Ashton Kutcher fragen, worin ich investieren soll. Und dann noch ein bisschen reisen. Warum Ashton Kutcher? Also warum nicht irgendwer anders? Also nicht, dass ich mich jetzt hier anbiedern möchte und sagen möchte, du kannst auch mich fragen, aber das finde ich schon ganz interessant. Warum Ashton Kutcher? Nun gut, Therese will mich treffen. Liebe Therese, dafür brauchst du echt 1 Million. Das ist Quatsch. Deine Million kannst du wirklich gut ausgeben. Mich kann man immer mal treffen. Ich bin immer mal überall irgendwo. Vielleicht bei den Videodays in diesem Jahr in Köln. Würde mich freuen, wenn du da hinkommst. Von Brühl schreibt, mich selbstständig machen und auswandern und den Rest würde ich für meine Mama und meine Familie ausgeben. Womit selbstständig machen? Also 1 Million ist ja schon recht viel zum selbstständig machen, ne? Einige von euch haben ja auch geschrieben, die 1 Million dann einfach anlegen und von den Zinsen leben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich finanziell so machbar ist. Ob das reicht für ein ganzes Leben? Glaube nicht. Ivana, zuerst möchte ich spenden für kranke Kinder, dann etwas für Tierheime und dann einen kleinen Teil für mich. Liebe Ivana, das mit den Tierheimen finde ich echt gut. Ich habe letzte Woche hier in Berlin das Tierschutzfestival moderiert und habe echt sehr viel auch über das Tierheim gelernt. Und finde die Idee wirklich richtig, richtig gut. Also macht es. Macht es vielleicht auch ohne die Millionen. Fände ich echt gut. Jerry, ich glaube, das klingt jetzt total spießig, aber ein Haus bauen, ja, das ist total spießig. Ein Teil an Hilfsorganisationen spenden und ein Teil für schlechte Zeiten anlegen. Spießig, aber bewährt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Anschreibt, Star Wars Filmset kaufen oder einen Star Wars Park. Würde ich auch gerne haben, aber ich glaube, das ist alles teurer als 1 Million. Was hat der neue Star Wars gekostet? 750 Millionen? Keine Ahnung, unglaublich viel Geld. Ich meine, das Teil hat noch viel, viel mehr eingespielt. Aber ich glaube, für 1 Million kommt man da gar nicht so weit. Leider. Katrin, ein Weingut an der Mosel kaufen. Oh, dann im Sommer auf dem Weingut langlaufen. Schön. Und ein Gnadenhof für quälte Tiere öffnen. Das finde ich sehr gut. Aber auch da wieder mein Appell, Leute. Es gibt überall bei euch in der Region Tierheime und Tierschutzverbände, die kann man echt unterstützen. Die werden selten vom Staat unterstützt, die leben von Spenden und die brauchen das. Martin, ich würde gerne damit ein Kinderheim in einer alten Villa auf dem Land eröffnen, so mit Hof und Tieren und mich damit natürlich selbstständig machen und vielen Kindern ein schönes neues Zuhause bieten. So als angehender Erzieher in Ausbildung, nicht schlecht. Finde ich einfach eine ganz tolle Tat. Ich hoffe, dass ich dann demnächst sagen kann, was würdest du mit 10 Millionen Euro machen? Weil dann klappt das, Martin. Celia, würde für meine Mama besser den besten Arzt finden und sie heilen. Wenn es nicht mehr geht, dann einfach die letzten Jahre und Monate verschönern und noch den Rest ihres Lebens verschönern. Ich brauche für mich nur das Nötigste. Mich macht was anderes glücklich, was nicht kaufbar ist. Ey, liebe Celia, ich finde es echt ziemlich ergreifend und ich hoffe, dass du das schaffst und dass es deiner Mutter lange gut geht. Jetzt hast du nicht geschrieben, was da genau los ist, das ist aber auch gar nicht schlimm. Wichtig ist, und ich glaube, dass alle, die das jetzt auch gerade sehen, denken genauso und dass sie ein bisschen positive Energie rüberschicken. Die Julia schreibt, ich würde unser Haus abbezahlen, dann die längst überfälligen Reparaturen etc. machen lassen, meiner Mom einen schönen Urlaub spendieren. Ihr wollt alle euren Eltern was zurückgeben, das finde ich total süß. Und mir etwas Schönes kaufen, aber auf jeden Fall einen Teil spenden und einen Teil anlegen.
Ich würde mich mit dem Geld auf jeden Fall ganz hinten anstellen und mich erst um die anderen kümmern. Respekt. Caroline, ein Haus am Meer kaufen und in die Schuhe. Und in Schuhe investieren? Das finde ich großartig. Ja, ich würde auch 1 Million in Schuhe investieren. Geil. Meine Eltern eine Weltreise schenken und selber Länder bereisen, die ich noch nicht gesehen habe. Den Rest würde ich in ein eigenes Geschäft investieren. Was für ein Geschäft? In ein Schuhgeschäft wahrscheinlich, ne? Jessica, ein Teil spenden an die Deutsche Krebshilfe. Finde ich richtig, richtig gut. Ein Teil spenden an Rückenwind in Bremerhaven und ein Teil an Gnadenhof in meiner Nähe. Meine Mama, ein Wellnessurlaub, Führerschein und Auto. Top Plan. Aber was ich jetzt natürlich noch nicht kenne, was ist Rückenwind? Liebe Jessica, schreibt doch mal einfach in die Kommentare, was ist Rückenwind für eine Organisation? Das würde mich sehr interessieren. Marie schreibt, ein paar Euros würde ich mir wegpacken und als erster Gedanke wäre wirklich, das Restliche an die Deutsche Krebsstiftung zu spenden. Ihr beide seid beide mit der DKMS vertraut, das finde ich richtig, richtig gut, die brauchen das. Marvin schreibt, ich würde erstmal reisen und danach einen Teil meinen Freunden und meiner Familie geben. Und jetzt die Frage an dich, Maurice, was würdest du tun? Gute Frage, was würde ich machen? Ich würde von der Million tatsächlich mir ein Haus bauen, glaube ich schon, ein Haus bauen, ein Haus kaufen. Und den Rest würde ich tatsächlich auch spenden, und zwar tatsächlich auch an den Tierschutz in Berlin, weil mich das echt beeindruckt, was die mit dem Tierheim machen. Und die brauchen Geld, die brauchen sehr viel Geld. Das würde ich tatsächlich dort geben. Monja, keine Ahnung, denn Geld macht auch nicht glücklich. Joyce schreibt, Joyce Minion, mit meinem Mann Janis und meiner kleinen Prinzessin, die würde ich beide glücklich machen und mir einen Hund kaufen. Pepa, hast du das gehört? Ja, der bockt ein bisschen heute, der Hund da hinten. Und auch mal nach Spanien fliegen, auch wenn ich Flugangst habe. Und am Ende kommt noch ein kleiner Liebesgruß, süß. Rebecca from USA. I'm going to fix home up, get a car, college fund for my kids and take them on a Disney cruise. Also sie würde das Haus fertig machen, Auto kaufen, den Kindern das College finanzieren und sie auf eine Disney-Reise gehen. Das ist sehr amerikanisch. Very American, dear Rebecca, but sounds nice. Well, actually, what's the Disney Cruise? I don't know. Christoph schreibt, mich in den Vorstand der AfD einkaufen. Geile Idee. Mich in den Vorstand der AfD einkaufen und das Ding ganz, ganz schnell auflösen. Daumen hoch. Aber wahrscheinlich gründen diese Idioten dann noch den nächsten riesigeren Scheißverein. Wahrscheinlich. Anna, I will buy a man. Ich weiß nicht, ob das geht. Leute, was würdet ihr denn machen mit 1 Million? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, selbstverständlich. Gibt auch noch ein paar andere Videos, klar. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder. Und denkt dran, ihr könnt gerne jetzt noch weiter kommentieren. Sowohl auf meinem Facebook-Profil, sowie auch natürlich hier unten in den Kommentaren.